Hallo, mein Name ist Dr. Timo Sparnholz und ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. 2013 habe ich die Praxisklinik am Rosengarten gegründet und bin jetzt einer von gegenwärtig 7 Ärzten an 3 Standorten. Ich bin verheiratet und Vater eines zurzeit 12-jährigen Sohnes und sozusagen auch Vater unseres kleinen Hundes Elvis. Wir haben an jedem Standort sogenannte Standortleiter, das sind alles Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie. Ich kümmere mich ein bisschen um die Gesamtorganisation aller Standorte und natürlich um die Organisation hier in unserer eigenen Privatklinik bei Köln. Das ist nicht nur immer operieren und nicht nur immer Patienten beraten und behandeln, aber es ist auch viel Patientenkontakt glücklicherweise, weil das war eins meiner Ziele bei der Gründung. Das will ich nicht aufhören, ich will nicht zum Verwaltungsschimmel werden, sondern ich möchte gerne immer weiter Patienten behandeln und auch operieren. Und das ist bis heute Gott sei Dank so geblieben. Er ist sehr humorvoll, kommt mehr als Kumpeltyp rüber. Er ist nicht der klassische Arzt, aber trotzdem unglaublich professionell. Und das ist für mich eine Mischung, die finde ich ganz wichtig, denn so sind kreative Menschen. Und also Menschen, die auch außerhalb eines gewissen Rahmens denken und auch so arbeiten. Und nur dann, ich glaube, wir wissen alle, nur dann bist du wirklich gut in deinem Beruf. Er ist total fixiert auf das, was er macht, aber er ist so unkonventionell. Als ich Dr. Sparnholz das erste Mal gesehen habe, war ich tatsächlich sehr überrascht. Er hat ein sehr positives, sehr sympathisches Auftreten. Und ich habe mir eher so einen geleckten Schönheitschirurgen vorgestellt. Und das ist er eben gar nicht. Aber der Typ ist der Knaller. Der hat mir nur Komplimente gemacht, sodass man sich als Frau eigentlich denkt, wieso bist du denn hier? Plastische Chirurgie mache ich tatsächlich, klingt immer ein bisschen pathetisch, aber mache ich eigentlich schon mein Leben lang. Ich habe vor dem Studium schon gewusst, dass ich das Fach machen will. Das hört man oft, aber tatsächlich scheint es bei mir zu stimmen. Es gibt zumindest verbriefte alte Videos aus meiner Studentenzeit, wo ich das schon sage. Ich habe auch in dem Fach dann promoviert, dafür musste ich die Uni wechseln, habe also meinen Doktortitel auch in diesem Fach gemacht. Habe dann eine lange Karriere in Kliniken gemacht und war zuletzt als leitender Oberarzt in der Uniklinik in München tätig, wo ich dann 2013 aufgehört habe, um die Praxisklinik am Rosengarten hier in Köln zu gründen. Zunächst einmal, als plastischer Chirurg macht man natürlich allerhand Operationen. Im Gesicht, am Körper, Körperformung, Brustchirurgie aller Arten. Aber ein besonderer Schwerpunkt unserer Klinik und auch meiner Tätigkeit speziell ist die sogenannte männliche Intimchirurgie. Ein Fach, was in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Wir wissen aber von unseren vielen, vielen Patienten, dass sehr viele Männer sich für dieses Fach genau interessieren. So konnten wir in den letzten Jahren auch wahnsinnig viel Erfahrung sammeln in diesem Fach, verschiedene Operationstechniken etablieren und gehören jetzt zu einer der führenden Kliniken in diesem Fach in Deutschland. Das macht uns sehr stolz. Wir haben somit auch viele Männer als Patienten, neben den vielen Frauen, die natürlich trotzdem auch zu uns kommen und das übliche Spektrum der plastischen Chirurgie bei uns anfragen. Mich interessiert neben dem vielen Arbeiten, es ist am Ende doch ein bisschen viel geworden, auch in den letzten Jahren, aber was ich mache, wenn ich meine Freizeit nutzen möchte, ist Musik. Das ist ein Riesenthema bei mir. Das heißt, ich spiele selber, mehr recht als schlecht, aber sehr passioniert verschiedene Instrumente. Mehr schlecht als recht. Und nehme auch Musikunterricht. Gut, Gruß geht raus an meinen Klavierlehrer Leo, du musst viel ertragen mit mir. Der Typ bringt mich zur Verzweiflung. Dieses ganze übrige Zeug wie Sport und so, das steht jetzt mehr so auf Platz, 47. Wie man sieht, mache ich wahnsinnig viel Sport. Öfter mal muss ich ja rumfahren von den Standorten. Wir haben ja zum Teil in Hamburg zu tun, wir haben zum Teil in Frankfurt zu tun. Und da hat sich ein neues kleines Hobby ergeben. Ich bin jetzt Trucker-Babe geworden. Das regt mich jetzt auf, ja? Das frisst mich ohne Ende, ja? Und dann wieder keine Wendemöglichkeit. Es ist so zu Mäusemelken, ja? Und zwar habe ich mir so einen kleinen Kastenwagen gekauft, so einen ausgebauten Kastenwagen, wo drin man wunderbar schlafen kann. Dusche drin, Heizung drin, Warmwasser drin, Kühlschrank drin. Also ich könnte komplett in den Ding wohnen. Und das nutze ich quasi als mobiles Hotel, wenn wir an den verschiedenen Standorten sind. Und ehrlicherweise genieße ich das, stelle mich an die schönsten Stellen einfach hin, in Hamburg, an die Alster oder an die Elbe, gucke da raus, denke ein bisschen über das Leben nach. Und manchmal stelle ich mich auch schon direkt vor die Klinik, wo wir dann am nächsten Tag operieren, dusche morgens schön, gehe rein und ab geht's. Ein schöner Morgen. Ich komme jeden Morgen gerne zur Arbeit und arbeite super gerne für die Praxisklinik am Rosengarten, weil wir ein wahnsinnig gutes Team haben. Das muss man wirklich sagen, das habe ich auch verstanden, dass das Entscheidende ist an dem Erfolg einer solchen Klinik, dass alle Leute die gleiche Vision teilen, alle Leute
für die gleiche Sache arbeiten. Und das ist auch noch besonders bei uns, alle Leute dabei auch noch sehr lustig und locker drauf sind. Und das macht es morgens total leicht, hier hinzukommen, weil es fängt mit einem lockeren und entspannten Spruch an und hört am Abend genauso auf. Und ich glaube, das merken auch unsere Patienten und fühlen sich deshalb hier besonders wohl.